bisschen irritiert, aber hey. Das war jetzt nicht das Erfolg, den ich haben wollte. Komme ich irgendwo nicht zu greifen? Hier. Erst spät, jetzt kommen die da und fliegen, wenn ich über eine Leiche laufe. Dann wird der da in die Wand gezogen. Und da fällt dann so. Echt eine Alpha-Wand? Meine Blinden. Hier hat man die Schlacht stattgefunden, würde ich sagen. Keiner so richtig gewonnen hat. Ruhig, ganz entspannt. Nur für Durchreise. Was auch immer ich jetzt gerade gebimmelt habe. Ja, ich bin die gute Kalasch wieder. Ah, lass dir Zeit. Ich hab hier alles unter Kontrolle. Seltsam mit einer scheinbedampften Shotgun zu schießen. Los! Ich bin schon da, danke. Hi!
Jeez! Ah, kein Ding. Zur Basis. Ich wollte eigentlich nur die da befreien, damit die da... Und dann kam auf einmal... Der Schnee an der Oberfläche beginnt zu schmilzen. Zu den vertrauten Schienenwagen haben sich nun Boote gesellt. Und Fischer. Einer davon ist gerade rechtzeitig erschienen. Schon bald werden wir in Venedig anlegen. Pavel ist sehr wahrscheinlich bereits dort. Ich wollte doch nur die da retten, dass sie weiter können und hab gedacht, hey komm hier, Totenkopf, muss ich einfach rein. Jetzt bin ich hier auf deinem Schiff und... Normalerweise angle ich nicht in diesem Tunnel, aber ich hatte so eine Ahnung, dass die hier ganz gut anbeißen würden. Einhaken! Ja, danke auch. Das war knapp. Mensch, du musst hier vorsichtig sein. Es sind nicht nur Fische im Wasser. Das wirst du schon bald selber sehen. Halte dich an der Reling fest, wenn ich dich warne. Okay. Dieser Tunnel führt zum Platz der Revolution und der Roten Linie. Ich habe heute ein Boot von da kommen sehen. Ein paar schwere Jungs, keine Flüchtlinge. Ich wollte eigentlich woanders hin. Bleib jetzt still. Die mögen keine Geräusche. Und dies ist ihre Welt. Sieh nur, wie sie dort ruhen. Ganz ruhig. Wir wollen euch nichts tun. Niemand weiß, woraus diese mutiert sind. Wir nennen sie Schrimps. Hässlich wie die Nacht, aber eine gute Mahlzeit, insbesondere mit Liebe. Okay. Also wenn ihr uns nicht angreifen, ist mir das recht, dass wir hier so durch... Hier weg! Lass sie nicht an Bord! Die könnten uns zum Kentern bringen! Okay. Nehmt das, ihre Miststücke! Dass sie davon zu brennen. Ich halte dich an irgendwas fest, dein Haken! Scheiße! Halte durch, Abdruck! Okay. Hey, Freaks! Was das? Gut gefangen! Nein, tust du nicht!
Komm! Da fällt mir nichts mehr zu ein. Das ist eine gute Idee. Bisschen übertrieben vielleicht, aber eine gute Idee. Oh, das passiert nicht oft. Anscheinend haben wir Glück gehabt. Ja, scheinbar. Mein Gott. Das unterirdische Venedig. Eine Insel in den finsteren Gewässern der unterirdischen Flüsse. Über dieses Venedig kursieren wirklich üble Gerüchte. Ich habe gehört, es sei eine einzige große Räuberhöhle. Aber etwas weiß ich mit Bestimmtheit. Pavel hat Venedig erreicht und wenn ich nicht zu spät bin, ist er noch hier. Meine Hauptaufgabe ist es, den Schwarzen zu finden. Aber ich muss auch Corbuts Pläne aufdecken, damit ich den Orden warnen kann. Anscheinend haben wir es geschafft. Hey, bist du eingeschlafen? Unsere Fische hier sind echt bezaubernd, stimmt's? Schienen jedoch schlechte Laune zu haben, als wenn vor uns schon jemand da durch ist und sie verärgert hat. Scheinbar, ja. Macht auf! Die Fischer sind vom Meer zurück! Ja, ich sehe euch. Schon gut. Und wer ist das? Den Typen habe ich im Tunnel aufgelesen. Du meinst doch nicht, dass ich ihn dort hätte zurücklassen sollen, oder? Was? Und mir das Leben leicht machen? Natürlich nicht. Erst diese Roten, jetzt das. Die Roten? Und ich öffne und schließe immer wieder das Tor. Du könntest wenigstens mal ein Mädchen mitbringen. Und was würdest du damit machen, wenn ich es mitbrächte, Semenovic? Hein? Du bist doch viel zu alt dafür. Übrigens solltest du besser das Tor runterlassen. Sonst kommt womöglich tatsächlich eine Frau, nämlich die in Schwarz und mit der Sense. Keine Sorge, Semenovic, überlebt euch noch alle. Hallo Fedor, wie war der Fang? Nicht einer hat angebissen, es sei denn, du zählst auch die Shrimps mit. Und davon gab es mehr, als mir lieb ist. Ich wurde von ihm hier gerettet. Artyom heißt er. Freut mich, dich kennenzulernen, Artyom. Danke für deine Hilfe. Hallo. Also, was genau ist passiert? Die Shrimps überfielen uns, als wir die Gabelung erreichten. Ah, hätten mir fast mein Floß zerfetzt. Ich frage mich, was die für einen Anlass haben. Ach, das ist leicht. Die Roten sind da durch und wollten sich mit unseren verehrten Nachbarn treffen. Schien sie nicht zu interessieren, was sie aufgewühlt hatten. Ach so, deshalb. Sieh mal, Artyom, ich nehme an, es lässt sich nicht verkeimlichen. Venedig ist voller Gangster und im Abschaum der ganzen Erde. Die gehen zu anderen Stationen und zu plündern und zu morden. Aber hier ist alles friedlich. Fang du also keinen Scheiß an. Ich will hier keinen Ärger. Simon! Okay, Simon! Ich will mit dir reden. Sag mal, weißt du, wo unsere roten Gäste sind? Im Bordell natürlich. Wer ist das da bei dir? Das ist Artyom, der Herr der Shrimps. Du solltest sehen, wie er schießt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so gut ist wie er. Ein Revolverhead, was? Würdest du mir helfen, ein paar Bösewichter zu erledigen? Simon, ich wusste es. Fällt dir nichts Neues ein? Aber es sind gerade fast alle am Lager versammelt. Wenn das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann weiß ich nicht wann. Und uns beiden, wir könnten in der Lage sein, sie zu erledigen. Ich habe es dir bereits unzählige Male gesagt. Und ich sage es noch einmal. Nein, ich brauche diese Scheiße hier nicht. Hast du mich verstanden? Ja, ich habe dich verstanden. Gut, dann lasse ich euch beide jetzt mal alleine. Okay.
Wie kann ausgerechnet er in einer Station voller Krimineller die Verantwortung haben? Hey, Simon, du kennst dich doch mit Motoren aus, oder? Ja, was ist denn los? Weiß nicht. Gestern war noch alles in Ordnung. Jetzt hustet und spuckt er nur noch Rauch. Die Zündung vielleicht? Sehen wir mal nach. Ich lasse euch hier mal alleine, oder? Nein, die können nicht. Bin ich nicht. Nehme ich raus. Und was geht bei euch? Na, du spielst hier schön. Er hängt da rum. Warte einen Moment. Wir fangen uns einen Fisch. Und ich bin gerade von der Ojaskaya zurück. Während wir da waren, gingen ich und die Jungs zu dieser Frickschen. Und? Die hatten dieses Fisch da. Nannten es den Schrecken der Nacht. Kleine Schätze, hässlich. Völlig verunstaltet. Lev schaut ihm in die Augen. Nachts sehe ich ihn immer noch zittern. Okay. Du könntest dich wenigstens an die Mauer stellen, was wir mit der Straße zu was? Keine Ahnung, wer das spricht. Dir geht's nicht gut. Hier gibt's was zu essen. Ja. Lass dir schmecken. Hey. Komm zu, Kumpel. Du weißt schon. Hast du eine? Ich wünschte, hier gäbe es mehr Besucher wie dich. Danke. Ja. Noch mehr Karten. Ich kann's nicht mehr sehen. Hättest du nicht wenigstens etwas Brot besorgen können? Wo soll ich denn Brot herkriegen? Das haben die nicht mal an der Novokuznetskaya. Egal. Geht's da nicht diese Tür rein? Ich geh's. Du könntest dich wenigstens an die Mauer stellen. Schnäppchen. Hallo. Hast du dich etwas umgesehen? Ich habe etwas für dich. Lass uns offen reden. Scheint so, dass du hier für immer festhängst. Überall abgesoffene Tunnels. Und wenn du zu Novokuznetskaya gehst, bist du vermutlich so gut wie tot. Dir sind wohl die Möglichkeiten ausgegangen. Eigentlich nicht. Also, hier mein Vorschlag. Du könntest einfach bei uns bleiben. Du bist jung, du kannst Dinge erledigen. Und wir haben in Nukeman nichts einen Job für dich. Insbesondere seit die meisten Neuankömmlinge hier nur menschlicher Abfall von der Novokuznetskaya sind. Denk einfach mal drüber nach. Du arbeitest erstmal bei unseren Fischern, machst dich mit allem etwas vertraut. Und dann wird es dir vielleicht schon hier gefallen. Wir könnten sogar ein nettes Mädchen für dich suchen. Ja, aber ich muss doch... Nun, ich will dir keinen Druck machen. Ruh dich erstmal etwas aus und halt dich vom Ärger fern. Die Banditen scheinen heute besonders streitlustig zu sein. Okay, ja. Das heißt doch, dass die mich gleich erwischen. Ja. Okay, hier ist ein Exchange. Markt. Und hier ist schöne Musik. Noch eine Runde! Hey, das ist die Beste! Ja, nein. Alles gut. Das gefällt mir auf jeden Fall. Er angelt da fröhlich, der fährt dann mit dem Boot durch und Musik. Und hier ist... ein Lokal. Okay, dann mal schauen, was hier noch so abgeht. Ihr, raus! Entschuldigung. Seid ihr taub oder was? Was hast du gesagt? Raus hier! Aber wir sind schon eine halbe Stunde. Ihr begreift es einfach nicht, was? Wisst ihr, wer ich bin? Sollen wir rausgehen? Was zur Kreuzocha? Ich habe gesagt, raus! Schon gut, schon gut. Und nehmt euren Scheiß mit, was hier? Gibt's hier auch? Was dauert das so lange? Schon gut, hier. Nimm mir doch ein. Komm und nimm uns ein. Schon gut, so. Okay, ab zum Exchange. Also wir machen unseren Zugang. Lecker.
Rata. Minen! So wie du für eine Bombenstimme. Hab sie selbst getestet. Hey Leute, braucht jemand... Hey Leute, ich habe hier ein paar tolle Messer. Habe sie selbst geschliffen. Gut zum Rasieren. Nein, noch mehr kannst du davon nicht kaufen. Nimm das an. Riesige Verbande. Was mit Claymore? Die Minen hier, Kumpel, sind genau das Richtige für Hinterhalt. Ja, aber das ist so das Wort. Ein Stich und alles ist erledigt. Leute, ich habe hier ein paar echt klasse Weisen ganz frisch eingetroffen. Ja. Hier würde ich gerne was anpassen. Und zwar hätte ich gerne. Fick dich und deinen Bossmann. Ich habe gesagt, dass geschlossen ist. Da ist ein Versprechung. Sobald die Bosse zu Ende gesprochen haben, kannst du gehen. Und bis dahin, verbiss dich. Programm, Sekunde. Was hab ich denn da schon dran? Noch gar nicht. Hey Leute, braucht jemand eine Wumme? Ich habe alle Sorten Wummen im Angebot. Okay, ich hätte gerne die, ja. Und sind wir hier? Laservisier, nö, danke. Bei denen nehme ich drauf, Schalldämpfer. Danke dir.